FM1 Melodie. Musik fürs Herz. Bei mir im FM1 Melodie Studio Oswald Sattler, herzlich willkommen. Hallo. Du bist ja nicht das erste Mal da, du bist immer wieder gern, glaube ich, in der Schweiz, weil die Schweiz ja auch viele Sachen hat, die im Südtirol auch vorkommen, oder? Ja, ich würde schon einmal sagen, dass der erste Blick ist schon einmal identisch irgendwo mit Südtirol, wenn man durch die Landschaft fährt. Ich würde sagen, noch ein Tick interessanter ist die Schweiz, weil sie einfach den Berg und den See so nah zusammen hat und von der Landschaft her ist einmalig die Schweiz. Daher passen deine Lieder ja sehr gut natürlich in die Schweiz, wenn du von den Bergen singst, von den Sehnsucht nach der Berge. Und das neue Album heißt ja auch Die Stimme der Berge. Das wievielte ist es überhaupt als Soloalbum? Ich habe das nicht nachgezählt. Weißt du das? Ja, ich habe schon einmal nachgezählt. Es müsste das 22. Album sein. Wahnsinnig eigentlich. Und vorher, vor den Soloalben, warst du ja noch bei den Kastelruderspatzen, bist glaube ich 93 oder so. Jetzt ist das Kastelruderspatzenfest ja gerade auf die Bühne gegangen und du bist glaube ich auch dabei gewesen. Genau, weil heuer wurde das 30-Jährige gefeiert. Das heißt 30 Jahre seit der ersten Produktion, seit der ersten Langspielplatte und Musikkassette wurden ja damals produziert. Das war genau vor 30 Jahren, aber sonst, was wir Musik machen oder so, das sind schon fast 40 Jahre. Wir haben 75 begonnen, die ersten Proben, die ersten Übungen zu verrichten und so ist das dann allmählich ein bisschen gesteigert worden. Und ja, das war das 30-Jährige und da sind wir zusammen auf der Bühne gestanden und das ist so abgelaufen, dass praktisch am Anfang waren die Urbesetzung, wie wir damals begonnen haben, denn damals haben wir ja nur Polka und Walzer gespielt, das war halt unsere Musik, die wir damals gehört haben. Da war noch der Rier Ferdinand war als Akkordeonist dabei und der Karl Schieder, das war damals der Chef. Und wir fünf haben damals dann, jetzt praktisch dann beim Spatzenfest, haben wir dann so begonnen den Abend. Und allmählich ist dann einer weg und einer ist dazugekommen und nach mir ist dann der Andreas gekommen. Und nach dem Andreas dann der Kurt. Und das war so ein Werdegang der Entstehung der Kastelruther Spatzen. Und ich würde sagen, vielleicht auch sehr emotional gewesen. Und auch für die Fans, die ja das alles miterlebt haben, war sicherlich wieder ein schöner Rückblick. Und ein Ausblick auch irgendwie. Ich habe gelesen, die Kinder der Kastelruther Spatzen hätten die Spatzen auch noch überrascht. Genau, die haben dich überrascht, dass sie praktisch im Studio ein Lied eingelernt haben und haben das dann da auf der Bühne dargebracht und haben dann eigentlich die Spatzen dann alle überrascht und so. Schön. Aber jetzt zurück, du bist ja seit 93 nicht mehr dabei, sondern eben solo unterwegs, hast dann zwischendurch Pause gemacht und nachher sind die Erfolge ja nur gerade auf dich zugeflogen, kann man sagen. Du hast riesengroße Erfolge gehabt. Der größte, was war das? War das der Grand Prix-Gewinn? Ja, ich würde mal sagen, das war sicherlich der Grand Prix. Der war im Jahre 2000 mit Jantje Smit, komm, ich zeig dir die Berge. Die sind auch schon wieder 14 Jahre, dass das vorüber ist. Ja, ich war zweimal beim Grand Prix, praktisch als Sieger, einmal mit den Kastelruther Spatzen, einmal mit Jantje Smit. Und zweimal habe ich den zweiten Platz erreicht. Einmal war das 97, das war auch damals in Zürich. Da habe ich mit Amore Mio Napoli den zweiten Platz gemacht. Und 2009 mit den Bergkameraden, da war das Finale in München. Ich träume von der Heimat, haben wir damals gesungen. Und, ja. Riesige Erfolge und trotzdem bist du sehr bodenständig geblieben. Meistens in den Sommerferien müsste man dich nicht musikalisch suchen, sondern dann bist du so richtig am Arbeiten mit deinem Hauptberuf. Ja, was Hauptberuf versteht man eigentlich da, wo man das meiste Geld verdient, aber das ist in der Landwirtschaft nicht gleich möglich. Wenn ich zum Beispiel nicht Musik machen würde, ich könnte vom Hof nicht mehr leben. Wie ich damals im Hof übernommen habe, das war 87 vom Vater, da konnte ich noch eine Familie ernähren, da waren die Einnahmen waren noch so dementsprechend, dass es für eine Familie gereicht hätte, aber jetzt reicht es hinten und vorne nicht mehr, deswegen brauche ich auch einen zweiten Beruf und das ist die Musik, kommt mir dann auch recht, aber im Sommer mache ich die reine Landwirtschaft, das heißt, dass ich das Heu mähe und dann bringe ich das Vieh auf der Alm und da sind wir auf der Alm oben auch, da wohnen wir im Sommer durch oben und im Herbst, wenn wir wieder runterziehen ins Tal, die Alm liegt auf 1800,
68, wenn man das ganz genau mal so sagt. Und im Tal herunten, da wohne ich auf 900 Meter. Und dann im Herbst fange ich dann wieder mit den Konzerten an und bis so Mitte Mai. Und die ganze Familie kommt mit, die Kinder auch? Genau, die Kinder auch. Aber das hat sich auch ein bisschen zerstreut, denn einer arbeitet. Das heißt, dass er im Forstwesen ist, er tut Bäume fällen, das war halt immer schon seine Lieblingsbeschäftigung und jetzt hat er es geschafft. Er war 5 Jahre in der Tischlerei, hat als Tischler Beruf hat er gelernt, aber ihm hat es dann doch immer wieder in den Wald gezogen und jetzt ist er bei der Gemeinde angestellt als Waldarbeiter und das macht ihm halt sehr viel Freude und der Jüngere, das ist der Ivan, der ist in Innsbruck, der macht ein Studium und dann ist sicherlich, dass er oft auch nicht zu Hause ist, aber wenn sie zu Hause sind, dann wollen wir im Sommer auf der Alm um. Das Album Die Stimme der Berge von Oswald Sattler hat ja sehr viel mit dir zu tun, aber die Texte hast du eigentlich nicht selber geschrieben, oder? Ist das richtig? Aber wahrscheinlich sehr stark beeinflusst. Ja, das ist so, dass wenn man jetzt wieder zurückgeht, 40 Jahre Musik, muss man sagen, da hat man ja auch vieles erlebt, wie wir damals angefangen haben, da hat ja Vereine niemand geschrieben. Da mussten wir tatsächlich die erste Produktion selber. Das heißt, da hat es geheißen, jeder muss einen Titel bringen und die restlichen hat dann der Albin Groß, der hat halt mehr Ideen, der kann das besser schreiben. Und ja, ich habe schon ab und zu ein Lied geschrieben, getextet und so, aber ich habe auch gemerkt, dass meine Fähigkeiten ist eher im Singen als wie im Schreiben. Und deswegen denke ich mal, wo man das Gefühl hat, dass man die Fähigkeit hat, das soll man machen. Und es gibt sehr gute und wunderbare Textschreiber, mit denen treffe ich mich auch manchmal und die kenne ich mich auch sehr gut und die machen das hervorragend. Die schreiben so genau, wie ich das gern hätte, wie ich das auch schreiben möchte und leider nicht kann. Die schreiben mir irgendwo vom Herzen raus und die bringen das sehr oft auf den Punkt und da bin ich auch schon sehr glücklich darüber, dass sie das so schaffen, dass wir so eine gewisse Zusammenarbeit dann immer wieder haben. Themen auf deinem neuen Album sind ja ungefähr die ähnlichen geblieben, aber meistens irgendwo schon aus dem Leben gegriffen, zum Beispiel der Bauer, der sein Land verliert, weil er an eine Autobahn kommt. Ja, das sind Geschichten, die eigentlich, ja, die schreibt das Leben, die tatsächlich, und mir ist halt auch wichtig, dass man irgendwo Themen aufgreift und Texte erzählt, musikalisch, wie ich das mache, die einfach irgendwo auch der Zuhörer irgendwo als wahr empfinden kann. Und es gibt sehr viele, die irgendwo das Land verlieren, sei es auf der Auto, wegen der Autobahn oder auch wegen Bau. Oder wir wissen ja das alles, jede Gemeinde hat Probleme mit Baugrund und wird wieder neu ausgewiesen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch den Bauer verstehen, der versucht, das Land zu behalten für die Nachkommen, dass die halt auch noch die Landwirtschaft betreiben können. Und das ist sicherlich immer wieder ein gewisser Kampf, der ja zu überstehen ist. Und ich glaube, ja, das ist ja irgendwo glaubwürdig. In einem Titel heißt es, du verabschiedest dich quasi vom Publikum und hast schon wieder Sehnsucht nach zu Hause. Ist es schwierig, da auf Tournee zu gehen mit deinen Songs und nicht zu Hause zu sein? Ich empfinde das praktisch die Anreise. Wenn jetzt das so sehe, dass man vielleicht 14 Tage oder 3 Wochen, eine längere Zeit, gerade zur Weihnachtszeit oder so, ich kann mich erinnern, wie ich damals, 96 habe ich wieder angefangen und da waren viele Tournees. Das heißt, dass ich praktisch von Ende November bis 22. Dezember war ich mindestens 10 Jahre immer unterwegs und dann, wenn da so Ende November von zu Hause wegfahrst, ich bin ja allein, weil ich ja Alleininterpret bin, dann fährst du da ja, 600, 700 oder 800 Kilometer, dann habe ich oft schon gedacht, ja, muss das sein, dass du jetzt wieder wegfährst, im Winter wird früh Nacht und so, dann ist es eigentlich sehr gemütlich, familiär, zu Hause und ja, das muss man halt auch irgendwo erlebt haben, dann empfindet man das dann auch so und das wollte ich halt da auch so erklären und besingen, dass es auch nicht immer ganz einfach ist für einen, ja, die Familie zu verlassen und einfach mal jetzt 14 Tage ohne auszukommen. Aber ja, das ist eigentlich unser Leben und so. Und deswegen, das ergibt halt der Beruf in sich, wenn man, ja, man kann nicht verlangen, dass die Zuhörer alle nach Hause kommen. Deswegen wir fahren zu den Zuhörern hin und machen dann die Konzerte und sind froh, wenn dann auch Leute einen zuhören. Und du bist ja schon bald wieder unterwegs, mindestens in Deutschland für Kirchenkonzerte.
Genau, die Kirchenkonzerte, die immer so Ende November beginnen bis so Mitte Dezember, und das sind ja jährlich fast immer in die gleichen Kirchen. Das hat sich so etabliert, dass die Leute sich schon freuen, gerade so zur Adventszeit, Weihnachtszeit, auch ein sakrales Kirchenkonzert. Das heißt, dass wir den ersten Teil, da machen wir zwei Teile, der erste Teil ist sakral und der zweite Teil ist also mit Weihnachtsliedern. Und ja, das gibt halt dem Weihnachten auch für mich persönlich eine gewisse Note, dass man sich halt dann auch freut, weil man dann so Weihnachtslieder singen kann, und sei es auch sakrale Lieder, die einfach textlich irgendwo auch für mich einen gewissen Halt geben immer wieder, wenn ich so die Texte ein bisschen verfolge und dich dann auch wieder immer einlerne und so. Ich brauche das auch und denke, dass sicherlich den einen oder anderen gibt, der auch mit so einem Text irgendwo was rausnehmen kann und sich stärken kann für den Alltag. Und diesmal nimmst du, habe ich gesehen, vielfach auch Einheimische mit, den Männerchor aus Kastelroth. Genau, das ist ein Männerquartett aus Kastelroth. Das sind zwei, sind von Kastelroth. Einer ist der Bruder von mir, das ist der Robert. Und zwei sind von Brixen, von Lüsen. Das ist so, ja, sind so 30 Kilometer weg. Und mit denen machen wir eigentlich schon des Öfteren so Kirchenkonzerte auch. Die singen hauptsächlich a cappella, das heißt, dass sie so vierstimmige Lieder singen. Und von der Sprache und so ist halt sehr identisch mit mir. Die haben den gleichen Dialekt, und viele Besucher kennen ja auch Südtirol. Die fahren nach Südtirol in Urlaub und so. Und deswegen ist da eine gewisse Einheit da, und ich habe den Eindruck, dass das eigentlich recht gut zu uns passt. Und das, da haben wir auch ein Orchester dabei, damit wir da also alles live machen können. Und wir haben ja jetzt schon einige Jahre geprobt, und ich habe den Eindruck, dass das recht gut funktioniert. Und wenn man wissen will, wo auftrittst, dann kann man einfach auf deine Homepage gehen. Genau, www.oswaldsattler.com. Da ist eigentlich alles Neueste und Empfehlenswerte. Und wenn jemand Neuigkeiten erfahren will, oder sei es ein Konzert, der kann da reinschauen, dann ist er immer am besten informiert. Und ein Titel aus dem Album, Die Stimme der Berge, ist der wahrscheinlich auch noch ganz ein wichtiger, Liebe Mama. Ja, Liebe Mama ist sicherlich wichtig, weil einmal betrifft es ja jeden Menschen. Jeder Mensch hat eine Mutter. Und ja, ich nehme das immer so als Beispiel her, was mich irgendwie auch ein bisschen zu denken macht, wenn ich so denke, wenn ein Kind geboren wird, bis es ein Jahr alt wird, bis es dann endlich mal anfängt zu laufen und so, dass sehr mühsam sein muss, immer auf das Kind zu schauen, dass, damit ja nichts passiert, damit sie ja nicht erstickt oder was auch immer passieren kann, wenn ein Kind so schwach ist. Und dann heißt es dann noch, wie älter die Kinder, umso größer werden dann die Sorgen. Und das ein Leben lang. Wenn ich jetzt denke, meine Mutter ist jetzt 87, nicht? Ich werde jetzt dann auch 57 in den nächsten Monaten. Ich bin immer noch ihr Kind, obwohl ich jetzt schon ein alter Mann bin in dem Sinn, nicht? Weil ich ja auch selber Familie habe. Aber trotzdem, Kind für eine Mutter bleibt man immer. Und dann denke ich, dass es auch gut ist, dass man sich das manchmal auch ein bisschen in Erinnerung ruft und manchmal auch der Mutter dankt und versucht auch irgendwo eine Feier zu organisieren. Jeder Einzelne sich einfach dafür bedankt, und dafür ist das Lied auch gedacht. Oswald Sattler, danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist, und weiterhin alles Gute und jetzt noch gute Heimfahrt. Jetzt geht's, glaube ich, dann nach Hause. Ganz genau, ja. Ich bedanke mich. Ich bin immer wieder sehr gerne hier und freut mich, dass ich auch eingeladen wurde und dass ich ein bisschen was von meiner CD erzählen durfte. Und den Zusehern wünsche ich alles Gute und noch viel Spaß mit der Musik.